Hi, heute geht's an die Rommelwood Akademie. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons. Ja, es geht ran. Wir haben es ja besprochen. Die Rommelwood Akademie aus der Folge Der Simpson wird gebaut. Ich habe auch einen kleinen Mix aus der Spiel-App genommen, um mir halt komplett alle Ansichten zu haben, wie sie es aktuell halt so auch, ja, sag ich mal, entworfen haben, die Macher von den Simpsons. Und das wollen wir uns hier dann natürlich ein bisschen basteln. Wir fangen nicht gleich mit der Akademie an. Heute geht es dann erst los, dass wir das Türchen machen, dass ich euch so ein bisschen ein paar Hinweise gibt, wie man sich die Mauer machen kann oder auch den Weg, sag ich mal, zur Akademie. Ansonsten, ich blende dir gerne nochmal die Folge ein, kannst du dir angucken, falls du Interesse hast, ein bisschen mehr über unsere Akademie zu erfahren. Dann würde ich sagen, legen wir los und basteln unser Tor zur Akademie, sonst kommen wir ja gar nicht aufs Gelände. Für unser Tor holen wir uns dann einfach ein bisschen weißen Beton raus, grauer Beton, Eisengitter, Quarz, Stufen und Treppen davon, dann einfach eine Birkenholztreppe, dann Fichtenfalltüren und eine Birkenstufe. Dann beginnen wir auch erstmal mit unserem weißen Beton und zeichnen uns unser Tor hoch. Dabei fangen wir jetzt erstmal an und zeichnen uns so ein C hier auf dem Boden hin. Und dann gehen wir einmal zur rechten Seite und lassen dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Blöcke Abstand von unserem C und zeichnen hier ein umgedrehtes C hier einfach mal hin. So, jetzt können wir da einmal in der Mitte von unserem C jeweils noch einen grauen Betonklotz uns einmal platzieren und dann können wir diese Dinger auf insgesamt 5 Blöcke hochziehen. Wenn wir das Ganze dann auf 5 Blöcke hochgezogen haben, geht es weiter immer noch mit unserem weißen Beton. Wir suchen jetzt hier einmal die Mitte raus. Die Mitte wäre ja denn, ne, hier die Mitte von der Seite her gesehen. Die können wir jetzt einmal komplett bis zur anderen Seite ziehen und das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Wenn wir das dann soweit hochgezogen haben, geht es weiter, dass wir an der Seite jetzt einen Block freilassen und setzen dann hier eine Zweierschicht hin. Die können wir dann einmal komplett bis zur anderen Seite ziehen und auch wieder zurück, so dass wir halt eine Zweierschicht haben. Danach lassen wir an der Seite einen Block hier einfach mal Platz, ziehen dann hier zu jeder Seite noch eine weitere Ebene hin, hier dann auch wieder einen freilassen. Danach lassen wir dann jeweils zu den Seiten zwei Blöcke Platz. Das machen wir so lange, bis wir oben ankommen. Und wenn wir das Ganze soweit haben, geht es weiter auf unserer linken Seite von unserem Tor. Da lassen wir jetzt einfach mal von der Mitte aus gesehen 3 Blöcke Platz und ziehen uns einfach mal, würde ich mal sagen, 4 Blöcke an sich mit unserem weißen Beton hin. Das soll aber noch nicht gewesen sein, was wir mit unserem weißen Beton anfangen möchten. Und zwar befindet sich vor unserem Tor auch eine kleine Wache. Die möchte ich mir natürlich hier einmal rechts davor ein bisschen hinzeichnen. Da würde ich mal sagen, hier vor unserer, ja, Säule jetzt vom Tor lasse ich jetzt eine Reihe frei und ab der zweiten setze ich mir 3-mal weißen Beton hin, 2-mal dann zur Seite so weg nach vorne und dann wieder 2 nach links, dass wir halt so ein U, sag ich mal, hier vor unserem Türchen uns hinbasteln. Das Ganze können wir dann auch schon auf eine Dreierhöhe insgesamt ziehen, ne? Nicht mehr als 3 Blöcke ziehen wir denn hier hoch. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter, dass wir jetzt einmal unsere glatten Stufen und Treppen von Quarz benutzen. Ich beginne jetzt erstmal hier auf der linken Seite, dass wir dieses kleine Nebentor ein bisschen uns basteln können. Da platziere ich mir an den Seiten halt 2 umgedrehte Treppen, dazwischen eine Stufe und darauf setze ich mir noch ein paar Stufen und fertig wäre das Ganze. Weiter geht es jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, mit unserem Tor. Wir beginnen unten natürlich. Ich setze mir jetzt einmal hier in der Mitte, wo wir unseren grauen Beton haben, einfach eine umgedrehte Treppe hin. Danach kann ich die Seiten und auch gleich die unterste Ebene hier komplett mit Stufen einmal aushöhlen, nicht nur hier in der Mitte, sondern hier auf der Rückseite. Weiter geht es dann, dass wir hier oben an den Seiten, jeweils auf der Rückseite, wie natürlich auf der Vorderseite an den Seiten, 2 normale Treppen uns platzieren und dazwischen können wir dann eine weitere Stufenreihe setzen. Auf der Rückseite platzieren wir auch eine. Wenn wir das soweit platziert haben, geht es wieder weiter mit der Treppe. Wir lassen jetzt über unserer Treppe an der Seite 2 Blöcke Platz und setzen dann eine umgedrehte Treppe hin. Das machen wir wie immer auf allen Seiten. Auf einmal hier auf der Rückseite, wie natürlich dann auf der Vorderseite, setzen wir an den Seiten eine umgedrehte Treppe hin. Die können wir jetzt hier oben wieder miteinander verbinden, auf beiden Seiten mit Stufen. Das machen wir natürlich auf vorne, also auf der Vorderseite wie auf der Rückseite. Nun geht es weiter, dass wir jetzt einfach mal hier vorne bei den Seiten hier einfach mal so eine Treppe, sag ich mal, mit der Rückwand nach hinten machen. Eine dann hier zur Seite weg. Dann können wir das hier so ein bisschen miteinander verbinden und auf der anderen Seite machen wir nochmal das Spiel. So, jetzt können wir gleich, wenn wir zur anderen Seite gehen, hier eine weitere Stufenreihe uns einmal langziehen und dann machen wir das Spiel hier gleich noch einmal, so dass die Treppen sich hier alle schön anecken. So, und sind wir auf der anderen Seite, können wir das denn hier natürlich noch einmal rüberziehen mit Stufen. Wir wollen weitermachen, natürlich oben mit der Spitze von unserer Pyramide. Da schnappen wir am besten uns erstmal unsere Quarztreppen. Ich beginne hier natürlich einmal auf der Vorderseite. Ich setze mir jetzt jeweils hier bei jedem Übergang einfach mal ein paar umgedrehte Treppen einfach so, ja, nicht normal, sondern alle schön umgedreht hier einfach mal einfach glatt ran. Das machen wir natürlich hier einmal auf der Vorderseite, wie natürlich denn hier auf der Rückseite.
Haben wir das dann auch auf der Rückseite platziert, geht es weiter mit unseren Stufen. Wir beginnen erstmal an den Seiten, dass wir jetzt hier einfach eine Stufenreihe machen. Wir gehen jetzt immer so eine Stufe höher. So, jetzt haben wir hier an den Seiten eine platziert. Hier haben wir schon eine Stufenreihe höher. Ab hier müssen wir dann wieder eine Stufenreihe setzen. Wir haben hier eine, setzen wir wieder eine. Und ganz oben brauchen wir keine mehr setzen. So, insgesamt haben wir jetzt drei Stufenreihen gemacht, wenn ich richtig gezählt habe. 1, 2 und 3. Und fertig sind wir damit. Nun schnappen wir uns wieder unsere Quarztreppen und platzieren einmal auf der Vorderseite, so schräg von dieser ersten Treppe, die wir haben. Einfach zur Seite weg, eine umgedrehte Treppe hin. Das machen wir natürlich nie auch auf der Vorderseite. Das machen wir natürlich auch noch auf der Rückseite. Zum Schluss benutzen wir nochmal unsere Quarztreppen und Stufen hier vorne bei unserem kleinen Wachhäuschen. Da setze ich mir einmal vorne hier, wo wir sie offen haben, einfach eine umgedrehte Treppe hin. An der Seite möchte ich gerne ein Fenster haben, von daher schlage ich mal hier zwei Blöcke Platz, also einfach mal weg. Oben setze ich mir eine Stufe hin und dann würde ich sagen, zweites Fenster beim Wachhäuschen sollte sein. Von daher setze ich mir das gleiche Spiel noch einmal. Wenn wir das soweit haben, geht es jetzt weiter mit unseren Birkenholztreppen und Stufen. Mit der Stufe geht es zuerst los und zwar, wir hatten uns ja hier zu den Seiten so zwei Treppen auf jeder Seite hier einmal platziert, ne, auf der Vorderseite wie die Rückseite. Darauf platzieren wir jetzt einmal unsere Birkenstufen. Das sind irgendwie solche goldenen Knöpfe, die sich da drauf befinden. Leider haben wir keine goldenen Stufen, von daher wechsle ich so ein bisschen zu unseren Birkenholz. Dann machen wir uns oben noch so ein kleines Wappen hin, was ich am Tor befand. Ich setze mir einfach mal zwei Treppen umgedreht hier ran und dann nochmal zwei umgedreht, die aber mal mit Rücken an Rücken sind. So, dann haben wir unser Wappen hier einmal gezeichnet. Dann setze ich mir an den Seiten noch zweimal hier solche Falltüren hin und neben den Falltüren nochmal eine weitere Stufe. So soll das ganze Wappen so ein bisschen in Minecraft dargestellt sein. Auf der anderen Seite machen wir es noch einmal synchron zusammen und zwar einfach setzen wir erst zwei umgedrehte Treppen hin, dann nochmal zwei umgedrehte Treppen, aber diesmal gucken sie sich mit dem Rücken halt an. So, daneben machen wir dann wieder zwei Falltüren jeweils hin und neben der Falltür eine weitere Stufe. Zum Schluss bleibt dann natürlich nur unser Eisengitter übrig. Das wollen wir natürlich verwenden, um unser Tor dann auch zuzumachen. Einmal hier bei unserem kleinen Tor können wir dann einmal hier die Mitte komplett einmal ausfüllen. Und wenn wir das haben, fehlt ja nur noch das große Tor. Da kann man natürlich machen, dass es zu ist oder man macht es dann, dass es ein bisschen auf ist. Ja, wie weit ihr euch das natürlich aufmacht, ist euch überlassen. Ich würde mal sagen, ja, könnte man zu den Seiten so drei Eisengitter gehen. Da geht man einen so nach hinten und dann kann man sich, sage ich mal, hier so ein bisschen das halt darstellen, dass es halt aufgeht. So in etwa würde ich mir das Ganze machen und dann kann man sich das Ganze, huch, jetzt habe ich natürlich hier wieder zu weit gemacht, so ein bisschen kann man sich das Ganze denn hier darstellen. Ich gehe jetzt einfach drei zur Seite weg, dann gehe ich einen nach hinten, wieder einen zur Seite weg und einen nach hinten. Ne, man kann natürlich das Tor auch sich weiter aufmachen, wie man halt möchte. Ja, dann sind wir auch erstmal mit diesem Blockmaterial fertig, steht schon mal das Tor, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Um unser Tor abzuschließen, holen wir uns einfach noch eine Eisentür raus. Dann würde ich mal sagen, steinzige Treppen, steinzige Stufen. Ich nehme jetzt einfach mal türkises Glas und dann hole ich mir noch ein bisschen hellgraue Keramik raus und polierte an die Siedstufe. Wir beginnen erstmal denn mit unserer Eisentür. Die ist gedacht hier für unser kleines Wachhäuschen. Setze ich mir rein und dann würde ich noch sagen, ich setze hier unten jetzt einfach hier eine steinzige Stufe hin. Form mit der, also setze mir dann meine Glasblöcke einfach mal rein. Also ich mache jetzt das Häuschen hier vorne beim Wachmann so, dass man natürlich nicht reingehen kann. Das ist einfach nur als Deko gedacht. Und dann oben drauf setze ich mir mit meinen steinzigen Treppen noch so einfach eine kleine Pyramide hier oben drauf, kann man natürlich dann hier oben noch mit den Stufen die Spitze sich formen und fertig ist auch das Wachhäuschen. Zu guter Letzt müssen wir natürlich noch die Mauer ringsrum ziehen. Ich habe mir das Ganze ja hier so ein bisschen gemacht. Die genaue Farbe von der Mauer haben wir nicht unbedingt. Ich empfehle einfach mal, weil ich es einfach optisch am besten finde, die hellgraue Keramik. Die können wir an den Seiten dann jeweils, wir haben ja eine Dreier Dicke, von daher haben wir ja eine Mitte. Von daher können wir dann hier ganz simpel halt einfach die Mauer anschließen. Ich würde mal sagen, so eine Höhe von 3 sollte ausreichend sein. Dann könnten wir oben dann noch unsere Stufen, also unsere polierten Andesitstufen noch als Abschluss machen. Das können wir natürlich auf beiden Seiten machen. Natürlich jetzt hier beim Tor können wir dann einfach glatt denn hier die Mauer ransetzen. Zu guter Letzt müssen wir natürlich nur noch an unserem Tor die Schrift platzieren. Falls du natürlich nicht weißt, wie man sich die Buchstaben auf Banners craftet, schau mal in der Videobeschreibung nach, da verlinke ich dir was als kleine Hilfe, um das Gedächtnis wieder anzuregen, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet. Ja, aber ansonsten sind wir dann natürlich jetzt hier mit unserem Türchen fertig. Ich habe jetzt hier auf der Rückseite nicht die Banners gemacht. Ich reiße mir das Tor ja wieder ein. Ich habe das Original ja schon mir gebastelt. Da war ich halt zu voreilig beim Zeichnen und dachte mir, ach komm, mach das Tor schon fertig. Und dann im Nachhinein bauen wir es einfach nochmal irgendwo hin. Ja, aber mit dieser, ich sag mal jetzt hier nur mit dem Tor möchte ich die Folge nicht beenden. Ne, wir haben jetzt, sage ich mal, das Tor fertig. Jetzt kann man natürlich sich schon anfangen, die Mauer zu machen. Wie groß natürlich das Gelände wird von unserer Akademie, weiß ich noch nicht. Da muss man noch gucken. Jedenfalls, man kann sich denn hinter unserer Mauer schon ein paar Nadelbäume sich platzieren. Das habe ich halt gesehen in der Folge, dass das halt da ringsrum war. Da kann man sich natürlich schon den Weg zeichnen. An sich hat die Straße eine 10 Block Breite.
Hängt halt immer von ab, wie halt du das, also das Tor breit machst. So breit ist halt natürlich auch deine Straße. Ich habe an sich mir die Kurven hier schon mal so ein bisschen gezeigt. Ich kann mich ja kurz rüberstellen. Vielleicht möchtest du ja auch gerne das Maß übernehmen der Kurve. So, dann hältst du kurz Video an. Ne, und dann hast du das halt. Ja, ich habe hier aber auch, glaube ich, einen kleinen Fehler mal eingebaut bei der Kurve. Das habe ich erst am Ende gesehen, als ich mir jetzt hier mit grauem Beton dann hier den Rahmen gezogen habe. Da dachte ich immer, einmal verzählt. Aber an sich macht das nichts, kann ja sein. Beton ist ein bisschen zu weit ausgelaufen, ne. Naja, ein bisschen mehr Fläche hier für die Straße ist ja auch nicht so schlecht. Aber ansonsten habe ich halt immer versucht, halt mein Maß einzuhalten bei den Kurven. Ja, an sich in der Folge wurde nur so ein bisschen, das Maß der Straße vorgegeben, sag ich mal, bis zu diesem Abschnitt hier, wo ich jetzt hinhau. Danach kann man sich ausdenken, wie die Straße weiterlaufen soll. Aber ich habe mir da schon einen kleinen Plan gemacht, wie das Ganze halt noch werden soll. An sich habe ich mir gedacht, die Unterkünfte der Kadetten würde dann natürlich auf der Rückseite der Akademie sein. Vielleicht kommen noch ein paar, auch noch ein paar Sportanlagen werden ja irgendwo platziert. Die habe ich mir dann hier überall so ein bisschen gedacht. Naja, muss man mal schauen. Natürlich, hier ist natürlich das Hauptgebäude. Damit werden wir uns noch in Zukunft befassen. Als nächstes kommt dann erstmal die Statue rein. Ich werde dir auch jeden Teil, sag ich mal, von der Akademie immer unten verlinken. So kommst du dann immer zum nächsten Teil, ne? So dass man dann hier Schritt für Schritt sich seine Akademie halt aufbauen kann. Ja, da war es jetzt auch erstmal hier für das erste Video unserer Akademie. Jetzt kann man sich schon so einen kleinen Plan machen, wo soll dein Gebäude stehen, ne? Also jetzt kannst du schon das Tor machen, die Mauer machen. Und halt vielleicht schon die Straße sich ein bisschen hinziehen. Die Maße, wie groß und breit halt alles sein soll, das kann man sich halt selber ausdenken. Da ist nicht so viel, also sagen wir mal, von den Simpsons vorgegeben von der Maße. Ja, ansonsten heißt es denn, ich stelle mich natürlich hier einmal vor, das Original da hinten, das wird ja wieder weggerissen. Das könnt ihr noch einmal noch winken hier zu tschüss und dann fertig, ne? Jedenfalls, wir stellen uns dann natürlich hier einmal vor unserem Türchen hin, hören uns dann natürlich zur nächsten Folge wieder bei unserer Rommelwood Akademie. Und ansonsten sage ich nur eins zu dir, und zwar ganz einfach, tschüss.